dann, Bastelzeit. Und heute gucken wir mal auf eine kleine Reparatur. Oder ja, klein ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Denn das, was jetzt kommt, hat sich ewig hingezogen. Da saß ich jetzt über ein Jahr dran, das mal wieder hinzubekommen. Denn, wie ihr eventuell wisst, da nutze ich das Ding hier. Seht ihr nicht? Ja, ist normal. Was für die Bundeswehr Flecktarn ist, das ist für den ITler die Sticker auf dem Notebook. Aber das hier, das ist meine gefährlichste Waffe. Also ein Gerät mit Tastatur oder in dem Fall hier ein alter Lenovo-Laptop. Wer hier schon länger zuschaut, der weiß, dass ich den schon ein bisschen länger habe. Immer wieder die Scharniere am Tauschen bin, weil das ist leider bei dem Modell hier etwas, was relativ anfällig ist. Und im Prinzip könnte das gerne von meiner Seite aus so weitergehen. Dummerweise hat er jetzt ein bisschen anderes Problem. Und zwar das hier. Ja, sieht nach Bildschirm kaputt aus. Das ist natürlich schlecht. Aber wenn ich hier mal ein bisschen dran wackel, Bild doch wieder da. Also kurze Bestandsaufnahme. Der PC läuft. Wenn ich einen externen Monitor anschließe, zum Beispiel per HDMI oder so, klappt es immer. Und der interne Bildschirm, wie ihr seht, klappt ab und zu auch. Allerdings ist ziemlich wackelig. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Problem mit dem internen Bildschirm, nicht mit der Grafikkarte oder so. Oder halt dazwischen. Denn wenn wir den mal hier unten aufschrauben von der Unterseite, da sehen wir schon, wir haben hier diese Kabel zum Monitor und, Überraschung, die gehen durch die Scharniere durch. Jene Scharniere, die immer wieder kaputt waren. Von daher relativ guter Kandidat, dass da eventuell irgendwann mal das Kabel einen abbekommen hat und sich da jetzt ein Wackelkontakt oder ein Kabelbruch oder ähnliches entwickelt hat. Die Kabel sind jetzt zum Glück nicht ganz so teuer, von daher Versuch ist es wert. Dafür muss dann allerdings erstmal der Monitor auch auseinandergenommen werden. Da reicht es leider nicht, einfach nur die Rückwand abzuschrauben. Das geht zum Glück, dieser Rahmen außenrum, der ist nur geklebt und ja, dann das Panel selber reingeschraubt. Dann sehen wir hier auch schon dieses Kabel. Am Mainboard selber, da haben wir so einen klassischen ZIPS-Sockel, das heißt, wir haben hinten so eine Klappe, so einen Hebel. Den müssen wir einmal hochklappen, dann können wir das einfach rausziehen. Der am Bildschirm, der ist schon ein bisschen ungewöhnlicher, den sieht man eher selten. Ist im Prinzip ähnlich, wir haben hinten so einen Metallbügel. Den müssen wir hochmachen und dann können wir das Ganze ausstecken. Peng. So, wer hat gesehen, was ich alles falsch gemacht habe? Ja, eine ganze Menge. Sollte man also bitte nicht so machen. Hauptsächlich waren jetzt zwei Fehler mein Problem. Nummer eins, ich habe Metallwerkzeug benutzt. Ich habe erst mit Plastik angefangen, das war dann nicht stabil genug, also holen wir gerade eine Pinzette, ist Metall. Nicht nachmachen. Es gibt spezielle Plastikstäbe, die sind relativ stabil, damit kriegt man das auch auf. Und das in Kombination mit Nummer 2, der PC oder Laptop hier, der war zwar aus, aber der Akku nicht abgeklemmt. Das sollte man natürlich auch nicht machen. Was ist jetzt passiert? Tja, ich habe keine Ahnung warum. Aber anscheinend ist auch im ausgeschalteten Zustand die Hintergrundbeleuchtung noch an. Denn die Sache ist, die Hintergrundbeleuchtung von so einem Bildschirm, die ist meistens heute mit LEDs gelöst. Und diese LEDs hängen meistens hintereinander, brauchen also eine etwas höhere Spannung. Meistens sieht man da so 30, 40, keine Ahnung, vielleicht mal 80 Volt. Und diese höhere Spannung wird auf dem Mainboard gemacht und dann durch das Kabel nach oben transportiert. Wieso auch immer, die war noch an. Oder irgendetwas in die Richtung war noch an. Und als ich mit der Pinzette in die Nähe gekommen bin, hat es dann einen Kurzschluss gegeben. Und ja, jetzt geht der Laptop nicht mehr an. So viel zum Thema, wir machen mal schnell einen Kabeltausch. Das ist jetzt besonders schlecht, weil das hier ein etwas spezielleres Modell ist. Diesen Laptop hier, den gab es damals in drei Varianten. 1080p, 1080p mit einem Touchscreen oder 2K. Und das hier ist halt das 2K-Modell. War nicht ganz so beliebt, weil ich glaube, wenn man die neu gekauft hat, waren die auch relativ teuer. Aber ja, gerade bei Laptops, wo man eher nah dran ist und wo die Fläche ohnehin relativ klein ist, da bevorzuge ich doch eine relativ hohe Auflösung, um einfach so viel wie möglich auf diese kleine Fläche da zusammenzufärschen und um mir mehr Inhalt anzeigen zu können. Also, kaputt ist kaputt. Und wir sind jetzt zwar nicht bei Rossmann, aber repariert wird trotzdem, solange ich es irgendwie hinbekomme. So, also erster Schritt, Monitor abgeklemmt, probiert einzuschalten, geht nicht. Das heißt, ich bin mir schon mal relativ sicher, dass das Problem auf dem Mainboard ist. Bin dann auch hingegangen, habe den Monitor geholt, den TFT oben, und habe den mit dem alten Kabel nochmal an ein altes Mainboard angeklemmt, wo ich weiß, dass es funktionieren müsste. Tut auch, es kommt eine Fehlermeldung auf dem Display, weil das Board halt hinüber ist, aber
Monitor scheint noch in Ordnung. Das heißt, wir haben den Fehler schon mal eingegrenzt. Wir haben nur einen einzigen Fehler, also zusätzlich jetzt. Der ist auf dem Mainboard. Außerdem wissen wir schon mal relativ gut, dass dieser Fehler eben mit der Hintergrundbeleuchtung wahrscheinlich zu tun hat. Oder zumindest irgendwie mit der Grafikeinheit. Das heißt, das ist die Stelle, die ich mir ja mal rausgesucht habe und dann rund geguckt habe. Also, was macht man als erstes, wenn man da sowas hat? Bei Apple-Geräten die Sicherungen ignorieren, aber das hier ist ja kein Apple-Gerät, also messen wir die Sicherung mal und bingo, da ist eine Sicherung, da habe ich keinen Durchgang. Und die sieht mir auch so aus, wenn ich da auf der einen Seite messe, wenn an ist, da ist eine Spannung drauf, das könnte LED-Hintergrundbeleuchtung fürs Display sein, würde passen, also guter Kandidat. Nur habe ich natürlich keine passende Sicherung, ist mir jetzt wurscht, ich habe einfach irgendeine eingelötet, die vom Wert Pi mal Daumen passt. Eine SMD-Sicherung bestelle ich mir dann, wenn ich weiß, dass das wirklich der Fehler ist. Und eingelötet, getestet, yes, geht wieder an. Also SMD-Sicherung bestellt, dass wir das wieder sauber machen können am Schluss. So, also selbstverursachter Fehler wieder behoben, können wir uns mal wieder um den ursprünglichen Fehler kümmern, und zwar das Kabel. Ich habe das dann erstmal da rausgeholt, habe auch mal diese Isolierung außenrum abgemacht, um zu gucken und, Moment mal. Wenn ich da so gucke, da hängt irgendwie eine Ader komplett lose. Das klingt kaputt. Spoiler, ich habe später nochmal von einem anderen Laptop, der entsorgt wurde, der das gleiche Kabel drin hatte, das auch zerlegt. Da war es auch lose. Also es scheint wirklich so hergestellt zu werden. Wahrscheinlich, dass da irgendwie ein Pin auf dem Mainboard mehr ist oder so ein Spaß. Keine Ahnung. Jedenfalls, kein offensichtlicher Fehler. Hab dann das Kabel getauscht, neues eingebaut, was ich mir bestellt hatte und... Ja, da der Fehler nur sporadisch auftritt, hatte ich das Ganze wieder zusammengebaut, eine Zeit lang benutzt, aber leider nein. Hat wieder so angefangen, dass das Bild stehen bleibt, dass es flackert und lauter solche Sachen. Also, ja, das ist jetzt schlecht. Das heißt ja am Ende, dass ich entweder dann doch auf dem Mainboard noch ein Problem habe oder der Bildschirm wirklich das Problem ist. So, als nächstes bin ich dann hingegangen, habe den 2K-Monitor hier nochmal abgebaut und habe aus der Restekiste irgendeinen alten Monitor mir rausgesucht, der dasselbe Pinout hat. Das war zwar nur ein 1080p, aber dran geklemmt und was ist passiert? Hat einwandfrei funktioniert. Und auch über längere Zeiträume. Also, ich glaube immer weniger, dass das Mainboard da das Problem ist. Bleibt nur noch eins, der Bildschirm. Und ja, das ist leider auch tatsächlich der Verursacher, denn wenn wir uns den Bildschirm mal angucken, der hat ja oben diese eigentliche Bildfläche, aber unten drunter ist nochmal dieses Board. Da gibt es jetzt verschiedene Sachen, die kaputt gehen können. Klar, die Stecker zum Beispiel in Richtung Mainboard könnten kaputt gehen. Ist es hier nicht. Es könnten die Heatbonds kaputt gehen. Das sind diese Flachbandkabel, die vom eigentlichen Display auf das Board hier drauf gehen. Die sind im Prinzip da festgelötet, wenn da eine Lötstelle schlecht ist. Kann das auch ein Problem verursachen, ist beides aber hier auf dem Board nicht der Fall. Ich habe die Heatbonds nachgeprüft, war alles in Ordnung. Ich habe den Stecker nachgeprüft, war alles in Ordnung. Was sich am Ende rausgestellt hat, dieses Board hat intern oder irgendwo in den Traces eine Unterbrechung oder einen Wackelkontakt. Und je nachdem, wie das Board gebogen wird, klappt's mal oder es klappt nicht. Das ist für mich äußerst unbefriedigend, weil das heißt, ich habe hier im Prinzip einen komplett funktionierenden Monitor. Ich kriege ihn aber irgendwie nicht repariert. Ich habe durchgeguckt, ich habe oben und Unterseite geguckt, da ist kein Trace zu finden, was kaputt aussieht, dass man einen neuen Draht drüber legt. Also es wird wahrscheinlich irgendwo auf den inneren Layern sein, dass da wirklich was kaputt ist. Und ja, da bleibt dann wirklich nur neues Display muss her. Erinnert euch dran, was ich euch eben erzählt habe. Das hier ist ein bisschen spezieller mit 2K. Leute, ist das schwierig, an Ersatzteile zu kommen manchmal. Die Sache ist, ich habe genau die Typennummer. Die steht auf der Rückseite drauf von diesem Display. Also von daher relativ gute Chancen. Wenn man dann online geht, dann wird man feststellen, ja, wenn man beim Hersteller nachfragt, ich meine, weiß man schon vorher, aber man macht es zur Sicherheit mal. Ja, so 300, 400 Euro muss man rechnen, um das Display zu tauschen. Schwierig. Aber glücklicherweise gibt es da ja so eine gewisse Auktionsplattform mit 4 Buchstaben und da gibt es Leute, die bieten eine Menge OEM-Bauteile an. Also es ist kein Original meistens, sondern ein Nachbau. Aber solange es von der Qualität stimmt, ich sag mal so, ich brauche den Bildschirm, dass er mir Textkonsolen anzeigt. Wenn da jetzt die Farben nicht 100% sind, das tut mir nicht weh. Bin dann also zu einem Händler hingegangen, hab geguckt, hab bestellt, kam an, Niete.
Wieso sieht das Ding jetzt anders aus? Da sind keine Haltelaschen dran. Da ist unten der Anschluss ist ein bisschen verschoben, was dumm ist, weil die Kabel halt alle ziemlich kurz sind. Weil sind jetzt schief gelaufen. Nee, logisch. Ich habe natürlich geguckt mit der Nummer. Da gibt es dann so eine ganzen Batzen, was im Prinzip alles dasselbe ist. Das Problem ist, ich benötige hier ein LP140QH1-SPB1. So, das hier, das ist ein LP14QH1-SPA2, ein LP140QH1-SPD3 und ein LP140QH2-SPB1. Passt doch, oder? Nein. LP140QH2. Alle anderen Angaben sind 1, aber bei SPB2 am Ende ist es eine 2 im ersten Abschnitt. Oh, super. Ja, Händler angeschrieben. Hier, pass mal auf, irgendwie verwechselt. Können wir das so machen? Ich bezahle Porto und du schickst mir dann den anderen, weil den hast du ja auch vorrätig. Also. Der Händler hat nicht wirklich geantwortet. Er hat mir lediglich kommentarlos den Rücksendeschein geschickt. Okay, gut. Kundenservice sieht bei mir anders aus, aber naja, sagen wir mal, von hiesigen Händlern erwarte ich auch nicht viel mehr. Hab's dann zurückgeschickt, eine Woche gewartet, hat sich nichts mehr getan, kam halt nur Geld zurück. Gut, bestellen wir halt das andere neu. Hab dann diesen hier bestellt. Displaybildschirm LP140QH1-SPB1. Steht so da. Bestellt, angekommen. Was ist in der Packung? LP140QH2-SPB1. Oh, derselbe, den ich schon mal hatte. Wollt ihr mich eigentlich für dumm verkaufen? So, ich hatte dann irgendwann nicht mehr weiter die Motivation, mich da mit dem rumzuärgern. Vor allen Dingen, ich hatte dann angeschrieben, ist das jetzt falsch geliefert oder so, kam wieder nur kommentarlos der Rücksendeschein. Gut, das gibt. Ja, was soll ich mehr dazu sagen? Ist ein bisschen schade, weil das war der einzige Händler, der irgendwie das Ding, ich glaube, 50 € hat es gekostet, das Display. Die nächsten Händler fangen dann halt bei 100 € an, also mal eben das Doppelte. Gut, aber irgendwo, meine Nerven haben auch einen Wert und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Händler überhaupt weiß, was er verkauft und ob er die richtigen liefern könnte. Von daher bei einem anderen bestellt. Der hat direkt das Richtige geliefert. Das sieht, wie wir hier sehen, deutlich besser aus. Hab den dann da passend eingebaut. Und Überraschung, es funktioniert. Wie gesagt, der ganze Kram hier, das hat sich über ein Jahr hingezogen. Ich habe erst ja das Flachbandkabel bestellt, musste dann die SMD-Sicherung nochmal bestellen, habe das Display bestellt, dreimal und es ist einfach nur nervig, wenn es nicht so schön läuft, wie man das gerne hätte. Denn ganz ehrlich, viel davon wäre unnötig gewesen. Die Reparatur der Sicherung wäre nicht nötig gewesen, wenn ich schlicht und ergreifend vernünftiges Werkzeug benutzt hätte und nicht so faul gewesen wäre, mit Metall drin rumzustochern. Die Sache mit den Displays, sorry Leute, aber wenn ich eine Typennummer habe, ja, das erste Mal geht auf meine Kappe, weil ich nicht richtig gelesen habe oder zu schnell gelesen habe. Das zweite Mal war deren Blödsinn und es ist einfach nur ärgerlich, wenn eine Reparatur sich so lange hinzieht, obwohl es eigentlich eine relativ einfache Sache ist. Wie auch immer, der Laptop funktioniert wieder. Das heißt, ich bin jetzt durchaus wieder in der Lage, Wunder zu vollbringen. So hat man das jedenfalls irgendwie mal genannt, als der Server dann plötzlich doch wieder lief. Ich nenne es schlicht und ergreifend Backup, sollte jeder haben. Aber ich habe das Gefühl, bei einigen wird sich das nicht durchsetzen. Aber genug geschwafelt. Ich habe meinen funktionierenden Laptop, also der Ersatzmonitor und alles tut am Ende dann doch noch das, was er soll.